Vor 30 Jahren war der Ozean ein gesetzloser Ort. Niemand schützte das Meer vor Plünderungen, die das Gleichgewicht des Lebens bedrohten. Um den Planeten zu retten, bedurfte es eines Mannes, der zu allem bereit war. Hier spricht Paul Watson. Schön, Sie kennenzulernen. Bekenntnisse eines Ökoterroristen. Die Geschichte der meistgejagten Umwelthelden der Welt. Beenden Sie Ihren Piratenwahlfang und verschwinden Sie. Die Geschichte von Paul Watson und seiner Miliz, der Sea Shepherd Conservation Society. Darf ich vorstellen? Kapitän Paul Watson. Ich habe hier eine Nachricht von einem unserer Mandanten. Ich spiele sie über Lautsprecher ab. Der legendäre Filmemacher Peter Brown nimmt uns mit auf eine 30-jährige Reise im Kampf gegen die schlimmsten Umweltsünder der Welt. Sie wurden angegriffen. Beschossen. Die haben auf uns geschossen. Setz einen Notruf ab. Die norwegische Marine greift uns an. Gerammt. Und beleidigt. Verpisst euch, ihr verdammten Robbenschützer. Er ist jetzt auf dem Weg zu den Färöerinseln, wo jedes Jahr eines der barbarischsten Walschlachten der Welt stattfindet. Das ist eine alte Tradition. Es ist eine Tradition. Tradition. Lange Zeit war auch der Kannibalismus eine Tradition. Die wahre Geschichte über den Alltag auf einem Schiff. Mit einer Piratenbande, die den Ozean gerettet und eine Generation begeistert hat. Norwegen wird alle nötigen Mittel ergreifen, um ihr Schiff zu übernehmen. Lieber lasse ich mein Schiff untergehen, als es Ihnen zu überlassen, over. Es ist vielleicht nicht legal, aber es ist richtig. Ich kann mir keine bessere Arbeit vorstellen. Bekenntnisse eines Ökoterroristen.